Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Hallo Sascha. Gestern haben Sie den Blog angeschaut. Wir sind hier hochgefahren. Wir gehen eigentlich zu Sepp. Heute ist Sepp-Tag. Und Christian, gell? Ja, genau. Sepp und Christian-Tag. Aber da Sepp ganz in der Nähe hier von Jürgen Kirchners Traum, Wahnsinn, 6000 Quadratmeter Garten mit 200.000 Liter Koi-Teil, mit 200.000 Liter Swimmingpool ist, haben wir gesagt, komm, wir gucken kurz bei Jürgen Kirchners Traumteich mit 6000 Quadratmeter, 200.000 Liter Koi-Teich vorbei. Wir kommen hier rein und haben gedacht, wow, geil, es ist ein Traum. Das Licht ist super, das Licht ist weich, es ist warm. Milo rennt hinten im Garten rum, ist der kleine Dackelverschnitt. Alles super und ich gucke den Teich an und ich sage, hier läuft keine Pumpe. Dann sagt er, vorher sind sie noch gelaufen. Sage ich, was vorher ist, interessiert mich nicht. Jetzt läuft keine mehr. Und tatsächlich konnten wir feststellen, dass, was ist es jetzt, Stromausfall? Die Steckdosen in der Steuerung haben gerade keinen Strom, aber das sieht man, oder? Und das ist jetzt Haussystemtechnik wahrscheinlich, ja? Sie wissen, was für ein großer Freund ich davon bin. Früher gab es Lichtschalter, da habe ich draufgeklickt, Licht an, drücke ich wieder drauf, Licht aus. Ich komme in viele Häuser, ich komme in viele gute Häuser. Ich komme in alle Häuser. Das hört sich jetzt blöd an. So habe ich als Student mein Geld verdient. Nein, Spaß. Ich war Betäubungsmittelkaufmann. Auch Spaß. Ich komme auf Toiletten und ich sage Ihnen, bis ich das Licht an habe, habe ich mich eingenässt, habe ich einen Rollladen dreimal hoch und runter gemacht, die Lüftung läuft und irgendwann nach dem 17. Knopf geht irgendwann mein Licht an. Ich weiß nicht, wer das verbrochen hat. Ich weiß nicht, wer sich... Kennen Sie die nicht, diese drei, vier Dinge, wo man rechts und links drücken kann? Und dann im Alter wird die Sehkraft nicht besser. Ja, das stimmt. Also, kennst du das auch, das Problem? Ja, mittlerweile. Das muss ein völlig Irrer gewesen sein. Und der lacht wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich zu Hause so große Lichtschalter. Licht an, Licht aus. Und wir ärgern uns mit dem Dreck rum. Ja. Und das Schlimme ist, wenn dann das Zeug auch noch spinnen anfängt, wenn plötzlich kein Strom mehr da ist. Ich bei mir zu Hause in meinem Altbau, ich gehe an den Sicherungskasten, mach den auf, ja, und dann gucke ich so drüber, dann sehe ich schon, wo das Klepple gefallen ist. Ja, und dann drücke ich das Klepple wieder nuff und im besten Fall bleibt es drin. Und dann weiß nur der liebe Gott, was passiert ist. Klepple ist ein Schalter, ne? Ja, der Sicherungsschalter. Und wenn es wieder runterkommt, dann muss ich halt mal genauer gucken, wo irgendwo was drin ist. Ja. Und das ist geil. Und hier kann ich Ihnen versprechen, können wir in 2 Stunden den nächsten Block aufnehmen. So. Glauben Sie mir, es ist schön, seine Pumpen alles zu überwachen. Und ich weiß jetzt auch, ich kriege wieder Mails von irgendwelchen Leuten, die die größten Freunde von dieser Haustechnik sind. Und bei mir ist sowas noch nie passiert. Noch gar nie. Ja, aber komischerweise, all die, denen ich eye to eye tief in die Augen gucken kann, die sagen mir da ganz andere Geschichten. Sascha hat sich immer gefragt, warum er den Job bei mir bekommen hat. Immer saß da, warum ich, Martin, warum ich, warum gerade ich? Jetzt hast du die Antwort. Er ist wirklich gekommen. Wir haben 8 Grad, Pulli raus, T-Shirt raus, zack, runter. Ja. Und ich habe dem Kunde gesagt, wann immer irgendwie mal was sein sollte und niemand anders zu greifen ist, du würdest sofort kommen, ja, in deiner Freizeit. Moment. Ja, okay, passt. Alles gut. So. Also das jetzt einfach nochmal als Message. Wir haben ja hier auch noch, wir wollten eigentlich nur das Problem mit den Wärmepumpen lösen. Weil hier haben wir das Problem, erzähl es mal ganz kurz, Sascha. Dass die Wärmepumpe erst ab 20 oder nur bis 20 Grad arbeitet. Ja, wir wollen ja aber ganz andere Temperaturen hier eventuell bewerkstelligen. Bei 10 wir wollen Grad, 24 Grad. Grad im Winter. Ja, genau. Und ja, deswegen springen die halt nicht an. Ne? Und was tropft da schon wieder raus? Gute Frage, nächste Frage. Milo, warst du das? Milo? 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 Mach das nicht, mach das nicht. Nicht mein Bein vögeln. Das hat er vorher gemacht, als wir gekommen sind. Komm, komm, mach, hopp. Hopp, Milo. Das ja, glaube ich jetzt wirklich nicht. Sollt ihr was sagen? Ja, ich weiß auch, was du das sagen willst. Das ist der Grund. Hier ist was passiert und hier hat es einen Kurzschluss gegeben. Oder was hast du gedacht, dass ich sage? Oder die Pumpen sind ausgefallen und die Leitung ist, und da ist was eingefroren. Und jetzt haben wir es aktiviert, die Pumpen, und jetzt kommt da an der kaputten Stelle was raus. But we will see. Rufst du Sepp an oder ich? Und wie macht man das auf? Ich vermute, wenn man das hier sieht, nach Türe aus. Alter, da drin ist ein Kraftwerk, ein Laufrad. Ja. Ja. Da will ich meine Finger nicht reinkriegen, höchstens deine. Ja, schau mal. Man riecht auch, das ist schon länger nicht mehr gelaufen. Hier riecht es ein bisschen. Hier riecht es nach Schwefel. Nach Schwefel, ja.
Ich habe gerade gedacht, du hast Pupsi gemacht. Nein. Gerade im Auto haben wir mit Jürgen Kirchner telefoniert. Funny Story, ich habe sie schon gekannt. Der hat schon mal so eine Gartenhütte gebaut, so eine Japans-Gartenhütte. Wenn er das hört, dass ich den Gartenhütte genannt habe. Folgendes, und die Familie hat ihren Garten, auch einen Traum, Jürgen Kirchner Garten, nicht ganz so groß, aber auch wunderschön, hat er dann die Gartenhütte oder den Garten als Location für Fernsehproduktionen, Kinoproduktionen ausgeschrieben. Und prompt ist es auch gebucht worden. Und dann kam der Tag X, wo die Geschichte aufgenommen wurde, viele Schauspieler im Garten. Und dann plötzlich leicht begleitete Herrschaften sind durch den Garten gehuscht. Das war für ein Krimi, was da aufgenommen wurde. Und die Pornoszene wurde dann im Teehaus von Jürgen Kirchner gedreht. Hey, ich mach dich jetzt weg. Wie ein schlechter Film. Ich mach dich jetzt weg. Ich mach wirklich. Wirklich wie im schlechten Film. Milo, hast du das gehört, was ich gerade erzählt habe? Fandst du das witzig? Mein Gott, jetzt guck nicht so grimmig. Also. Häng. Ja. So, häng. Milo, fass! Fass! So, Sascha, wir gehen jetzt gucken, wie es da weitergeht. Achtung! Endlich spielt mal einer mit mir, gell? So, wir haben jetzt auf jeden Fall mal detektiert, dass es eine von den Pumpen war, die wir vorher eingesteckt haben. Und Sascha hat wahrscheinlich völlig recht, dass wir machen es jetzt nochmal, dass wir wissen, welche Pumpe das ist. Die war's. Kommt wieder Wasser? Ne. Also dann mache ich die andere. Mach mal die andere. Sascha, machst du mal die andere? Jawohl, ich mach die andere. Okay. Braucht nicht schreien, hat der Mikrofon dran. Ja, der ist auf. Das würde gehört hätte. Ja, das ist wahrscheinlich eine aufgefrorene Leitung. Sascha hat da völlig recht und ich kann Ihnen nur sagen, alle Leitungen, wo Sie nicht sicher sind. Ja, stopp! Stopp! Ja! Entschuldigung, dass ich Ihnen jetzt ins Ohr geschrien habe. Alle Leitungen, wo Sie nichts wissen, wo Sie sich nicht sicher sind, dass das ganze Jahr, der ganze Winter Wasser durchläuft, müssen Sie zwingend entwässern. Die gehen alle kaputt. Wie viel habt ihr bei Genesis Probleme mit aufgefrorenen Leitungen gehabt, wenn es ein kalter Winter war im Frühjahr? Wenig? Wir haben die ganz, ganz gut verbaut, sodass eigentlich nichts passiert. Ja, ihr habt das dicke Material, die 100er Leitung, und die platzen auch nicht ganz so schnell. Ja. Hängt auch viel mit der Drucklasse zusammen. Wir haben ja das PN6, PN9, PN12, PN15. Und Genesis benutzt eigentlich PN16 immer. PN16, ja. Und das heißt, die PN16 haben eine richtig dicke Rohrwand, ja. Wohingegen PN6, das geht immer nach innen von der Rohrdicke ab. Und die PN16, die gefrieren nicht so schnell auf. Es gibt auch keine Garantie für. Nein, ich weiß noch früher bei einem Zubehörhändler, der hat im Frühjahr immer zig UV-Lampen bekommen, die aufgefroren sind. War natürlich ein geiles Geschäft. Aber ich sage Ihnen, es ist wirklich unnötig. So, ich glaube, wir sollten jetzt nach Strom gucken, oder? Ja. Finden wir den? Ich glaube ja. Was sagst du eigentlich zu dem Garten, wenn du das erste Mal hier bist? Also, hast du sowas schon mal gesehen? Nein, eben nicht. Annähernd? Überwältigend, nee. Weil, wie viel Teiche hast du gebaut? Hunderte, ja. Hunderte. Nicht mal annähernd, also nicht mal annähernd. Das ist ein Traum, wirklich. Sandra hasst mich dafür, wenn ich mal sage, wie viel Prozent von dem und dem. Der nächstbeste Garten, wie viel Prozent weniger gut war der als der? Ich will niemand zu nahe treten, aber sind wir sicherlich 20-30% weg. Ich glaube, eher noch mehr. Du musst es mal im Frühjahr sehen, das ist... Ja. Es ist halt eine Parklandschaft, gell, Milo? Und Milo sagt, alles meins. Mein Garten, meine Bäume, meine Fische. Gell? So, also, wir gucken weiter. Ja, ciao. So, Sascha, hier haben wir die Pumpen. Aber merkwürdig ist doch, dass die auf 100% läuft, eine 51.000, aber nirgends kommt Wasser an. Also, ich habe jetzt gerade geschaut, so wie es aussieht, hat zumindest eine Leistung. Aber aufgrund der Größe der Anlage sehe ich das nicht. Aber es ist ja nur der eine Strang. Beim anderen Strang haben wir das Problem, dass eben... Aber man hört ja auch kein Wasser fließen, ja, gar nichts. Es ist zu wenig. Und was summt hier so unsäglich? Ja, das ist das, was wir noch nicht sagen können. Aber es klingt echt wie ein Sauerstoffkompressor, der vielleicht im anderen Raum ist. Ja. Ach, das kann sein.
Die sind alle aus, aber die haben ja Strom. Hast du die schon mal angeschaut? Ich habe schon eine Kabeltrommel reingesteckt, deswegen haben sie Strom. Ah, du hast jetzt um zu testen. Aber vorher hatten sie keinen. Nein, wenn ich in die Steckdose eine Steuerung reinstecke, ist kein Strom da. Also, wir sind hier überfordert. Insofern, dass wir... Ach, da hinten sind die Luftkompressoren. Ah ja, okay. Wir sind insofern überfordert, dass wir das Fließschema nicht kennen, das Anlagenschema nicht kennen. Und wir dann alles rankommen können. Und auch keine Elektriker sind. Und da wirklich nichts machen können. Nicht viel. Nix. Das, was wir gemacht haben, das haben wir gemacht. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hätten Ihnen jetzt gerne gezeigt, dass wir die Heroes sind. Aber in dem Moment, wo der Strom mit ins Spiel kommt und kein Strom da ist und die Trommelfilter, die, an denen scheint es nicht zu liegen, das ist jetzt echt doof. Und dann sind einem auch die Hände gebunden. Dann brauchen wir den, der Ahnung von der Anlage hat und der vor allem vom Strom. Verstehen Sie vielleicht drei Handgriffe, bevor wir jetzt hier noch mehr kaputt machen? Ist besser, wenn der. Und glaub mir, wenn du mich einmal bei sowas in Action erlebt hättest, danach überlegst du dir... Hätte ich einen anderen Job gemacht, ne? Nee, danach überlegst du dir tatsächlich, ob du nochmal mit dem Bagger anfängst. So wirklich ganz back to the roots. Also, in diesem Sinne, Sascha, ciao. Vielen Dank. Und wir gucken weiter. Ciao.